Eine Winterspaßlandschaft inmitten grüner Hügel. Jedes Wochenende tummeln sich tausende Wintersportler auf diesen Kunstschneepisten vor den Toren von Peking. Vor allem junge Leute aus Chinas wachsender Mittel- und Oberschicht haben den Fun-Sport im Schnee für sich entdeckt. Ich will es schaffen. Wenn andere das können, dann kann ich das auch. Wenige Fahrstunden von Peking entfernt sind in den vergangenen 10 Jahren ein Dutzend Skigebiete entstanden. Der Wintersportboom lockt auch internationale Wettbewerber und Sponsoren ins Reich der Mitte. Diese Snowboarder fliegen für die Qualifikation zu einem Weltcup um die Wette. Ein österreichisches Unternehmen hat den Parcours abgesteckt. Snowboarden ist hier in China noch ein sehr junger Sport, dem quasi noch die Basis zum Wachsen fehlt. In diesem und im nächsten Jahr dürfte die Sportart hier so richtig durchstarten. Das sieht man schon daran, wie viele Leute allein heute hierher gekommen sind. Es wird so richtig populär. Noch können sich nur reiche Chinesen ein solches Hobby leisten. Und so mancher bekommt durch Sport und Spaß auch eine andere Einstellung zur Arbeit und dem, was wichtig ist. Ja, ich studiere nicht gern und arbeiten gehen möchte ich auch nicht. Also ich mag Snowboarden, ich mache gern Sport. Das ist mein Leben. Ich will nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Dann tut mir mein Rücken so weh. Je wohlhabender China wird, desto mehr Menschen dürften es wie Li machen, dem schnelllebigen Arbeitsalltag den Rücken kehren und lieber die Pisten hinunterfegen.